Das Buch von Henoch, das aus der Bibel verbannt wurde, erzählt die wahre Menschheitsgeschichte. Was ist die menschliche Geschichte? Sie ist eine Aufzeichnung der Sieger, der Macht und Ziele. Bei näherem Hinsehen zeigt sich eine alternative Geschichte der menschlichen Gattung. In der Tat durchdringen Erzählungen über Riesen die menschliche Geschichte und Tradition. Diese Menschen haben sehr viel verunstaltet, weißt du? Geschichtsbücher, auch religiöse Bücher leider verunstaltet, geändert, manipuliert, zu ihrem Nutzen, zu ihrem Sinne, so, weißt du, wie ich meine? Und das ist eigentlich voll die traurige Geschichte, weil ich glaube wirklich daran, dass sehr viel Wahrheit da drin war, dass wirklich Überlieferungen von Gott gewesen sind durch Propheten wie Mohammed, wie Jesus und so. Vielleicht erklärt dies auch, wie menschliche Wesen in der Lage waren, den Übergang von nomadischen Jägern und Sammlern zu hochentwickelten Zivilisationen. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, das spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Ich hoffe, euch geht's gut. Und zwar gehen wir jetzt gerade in das erste Video rein. Wir sind natürlich wieder live auf Twitch. Ihr seht's hier oben. Ihr seht's hier oben. Da sind die G's im Chat. Die einzig wahren G's sind am Start. Gang, 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 gang. Du weißt schon ganz genau, wie das läuft. Und jetzt gehen wir rein ins erste Video. Und zwar heißt das erste Video: Das Buch von Henoch, das aus der Bibel verbannt wurde, erzählt die wahre Menschheitsgeschichte. Das ist ein krasser Titel. Wurde mir einfach so random angezeigt und ich habe mir gedacht, könnte interessant sein für den einzig wahren Love-Stream. Wir gehen heute wieder in eine miese Recherche rein. Schöne Grüße gehen raus an Kianosch an der Stelle. Bro, falls du Bock hast, mal wieder einen Talk zu machen, können wir gerne einen Talk machen. Ich glaube, wir haben beide in der letzten Zeit einiges an Erkenntnissen gesammelt und ich glaube, die Leute und die Community hätte auf jeden Fall Bock darauf. Let me know. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir ins Video rein. Ich hoffe, ihr seid ready. Skü! Was ist die menschliche Geschichte? Sie ist eine Aufzeichnung der Sieger, der Macht und Ziele, Evolution, der landwirtschaftlichen Revolution und so weiter. Die meisten sind zu... Ist schon krass, ne? Man kennt ja diesen Spruch, der Sieger schreibt die Geschichte. Und wenn man so darüber überlegt, dann könnte auch alles irgendwie anders gewesen sein, als wir es gelernt haben, auch in der Schule etc. So. Das ist schon krass. Ich würde gerne echt wissen, was von den Dingen wirklich so passiert ist, was eigentlich nur, was vielleicht auch nur so erzählt wird, damit wir gewiss in eine gewisse Richtung denken. So. Das ist schon crazy. Generell finde ich, dass wenn man einmal anfängt, gewisse Dinge zu hinterfragen, dass man dann automatisch auch andere Dinge anfängt zu hinterfragen und sich dann fragt, so, ey, was ist eigentlich noch wahr von den Geschichten, die uns alle erzählt haben? So, weißt du? Wer fühlt das? Du bist vage mit diesen Konzepten vertraut, aber was ist, wenn es nicht ganz so einfach ist? Was, wenn die Geschichten der Vorfahren, Erzählungen von Göttern und Engeln, von Giganten und Katastrophen wörtlicher sind, als sie auf den ersten Blick erscheinen mögen? Bei näherem Hinsehen zeigt sich eine alternative Geschichte der menschlichen Gattung, die enthüllt werden könnte. Eine, die das herkömmliche konventionelle Wissen und die Geschichte der Macht enthüllt. Dies ist eine alternative Geschichte, die zensiert, dem menschlichen Verständnis entzogen, meist vergessen oder ignoriert wurde. Bis jetzt. Anfang 1946, in der Region, die heute als Westjordanland bekannt ist, hütete eine Gruppe von Beduinen-Jugendlichen ihre Schafe und Ziegen in der Nähe der antiken Siedlung von Qumran. Um die Zeit zu vertreiben, so eintönig sie auch war, warfen sie mit den gefundenen Qumran, habe ich schon mal gehört. Einen herum, die über das zerklüftete Wüstengelände zerstreut waren. Als ein solcher Stein geworfen wurde, in die dunkle Weite einer Höhle, waren die Teenager überrascht, als sie ein lautes, krachendes Geräusch hörten, das aus dem Inneren widerhallte. Bei ihrer Erkundung fanden sie eine Sammlung großer Tonkrüge, von denen einer zerbrochen war. Auch wenn sie es in diesem Moment nicht wussten, hatten diese Teenager eine historische Entdeckung gemacht. Im Inneren der Gefäße befanden sich eine Reihe alter Schriftrollen. In den Jahren, die auf diese Entdeckung folgten, fanden Archäologen... Wann war das? Das ist krass. Stell dir vor, du findest sowas mit so Papyrus und alten Schriftrollen, was noch nie ein Mensch vorher gesehen hat, außer die von damals natürlich. Historiker und Schatzsucher weitere Schriftrollenfragmente in 10 anderen Höhlen der Gegend. Ihre Zusammensetzung bildet etwa 800 bis 900 Manuskripte, kollektiv bekannt als die Schriftrollen vom Toten Meer. Unter diesen Manuskripten waren große Teile eines geheimnisvollen, nicht kanonischen religiösen Textes, der lange Zeit in Vergessenheit geraten war.
Er wurde das Buch Henoch genannt. In seiner Gesamtheit besteht das Buch von Henoch aus 5 Büchern. Das Buch der Wächter, das Buch der Gleichnisse, das astronomische Buch, die Traumvisionen und die Briefe des Henoch mit etwa 100 Kapiteln. Diese Kapitel erzählen die Geschichte des 7. Patriarchen im Buch Genesis. Henoch, der Vater von Methusalem und Großvater von Noah, derselbe Noah wie in der biblischen Geschichte von Noahs Arche. Ach, das ist der Großvater von Noah. Doch dies war nicht die biblische Geschichte von Noahs Arche. Tatsächlich berichtet das Buch Henoch eine völlig andere Schilderung der Ereignisse, die zur großen Sintflut führten. Das ist eine völlig andere Lehrgeschichte. Sie erzählt eine Geschichte von den Wächtern, erklärt in biblischen Begriffen gefallene Engel, die auf die Erde geschickt wurden, um über die Menschen zu wachen, zu einem unbestimmten und uralten Zeitpunkt. Wer hat von dem Buch Henoch schon mal gehört? Ich glaube, ich habe den Namen schon mal irgendwo gehört. Punkt. Unglücklicherweise, weit davon entfernt, nur die Menschen zu beobachten, wurden diese Beobachter von Frauen umgarnt und begannen in kurzer Zeit, sich auf verwerfliche sexuelle Handlungen mit ihnen einzulassen. Das Buch Henoch erzählt von den Kindern, die geboren wurden, durch diese Kreuzung zwischen Wächtern und Menschen, genannt Nephilim. Diese Nephilim wurden wie folgt. Davon habe ich auch schon mal gehört. Schrieben. Giganten und Wilde, die die Menschheit gefährdeten und ausplünderten, oder anders gesagt, übernatürliche, menschenfressende Giganten. Oh shit, man. Ärgert über das, was die Wächter getan hatten, die als Götter bezeichnet wurden, kettete man sie in ein unterirdisches Gefängnis tief in der Erde. Henoch wurde der Vermittler zwischen den Göttern und den gefangenen Wächtern. Das Buch beschreibt Henochs Reisen zwischen Himmel und Erde, in seiner Rolle als Vermittler, wie er mit den Engeln flog und die Flüsse und Berge sah und die Enden der Erde von oben. Doch. Okay, jetzt kommt eine ganz wilde Frage für den Chat, meine lieben Freunde. Ganz wilde Frage für den Chat. Wer von euch glaubt daran, dass eventuell Leben von einem anderen Universum, von einem anderen Planeten auf die Erde schon mal gekommen ist und vielleicht sogar unter uns geweilt hat, weilt, ja, oder aktuell weilt so. Wer von euch glaubt daran, dass das eventuell schon mal passiert ist? Das würde mich jetzt interessieren. Eins in den Chat. Trotz Henochs Eingreifen beschlossen die Götter, dass die Erde ein Gräuel geworden war und bestraft werden muss. Natürlich würde die Strafe eine große Flut sein. Diese Flut würde die Nephilim vernichten und die Wächter in ihrem Gefängnis zementieren. Zuvor jedoch würde Henoch in einem feurigen... Krass, voll viele sagen ja, ja. Heftig. Fragen in den Himmel aufsteigen. Okay, was glaubt ihr dann, was die hier gemacht haben quasi so? Beziehungsweise glaubt ihr, die sind immer noch hier? Oder was haben die hier veranstaltet? Wie sehen die aus? Glaubt ihr, die sehen aus wie Menschen? Sehen die anders aus? Haut mal ein paar von euren Theorien in den Chat rein, würde mich interessieren. Kann ich auch für das YouTube-Video mal vorlesen, dass die Leute Bescheid wissen. Und wenn ihr gerade bei YouTube zuguckt, beantwortet bitte diese Fragen auch immer und schreibt es unten einfach in die Kommentare rein. Würde Henoch in einem feurigen Wagen in den Himmel aufsteigen? Interessant ist, dass das Buch Genesis, das von der großen Sintflut in den abrahamitischen Traditionen berichtet, auf die Nephilim in Kapitel 6 verweist und als alte Helden und berühmte Krieger beschreibt. Dies ist nicht die einzige Stelle im biblischen Kanon, an der die Nephilim auftauchen. Diese Nephilim sind aber nicht die Anunnakis, ne? Ist was anderes, oder? In Numeri. Hab ich auch schon mal gehört von dieser Anunnaki-Theorie. Nach meinem heutigen Stand und eigener UAP-Sichtung, auch einer hat UAPs gesehen, was ist UAP? Gibt es mindestens 2 irdische Intelligenzen, die höher als unsere ist. Recherchiere den Man. Safe, hab als kleines Kind schon ein alienartiges Geschöpf gesehen. Das hat sich eingeprägt. For real, Bro? Wo denn? Meinst du, das war in echt oder war das eine. Kann das sein, dass es vielleicht eine Illusion war? Nur so als Frage. Terrarium finden. Gott, dieses Terrarium gebaut hat. Ich glaube eher daran, dass wir uns in einem Terrarium befinden und Gott dieses Terrarium gebaut hat.
Okay, das ist was anderes, Bro. Aliens haben sich mit Primaten gepaart und daraus sind Menschen entstanden. Mhm. Das Thema geht eher ins Gottlose, deswegen halte ich mich ein bisschen zurück. Gemmo, sag einfach deine Ansicht. Weißt du, wie ich meine? Du hast ja gemeint, dass du dir das vorstellen kannst. Würde mich mal interessieren. Ja, safe, wir können sie nicht alle sehen, uns etwas bewusst zu machen und nicht vergessen, dass wir nicht alleine sind. Crazy. 13, 32 bis 33 besuchen die Israeliten ein Land, das von den Nephilim bewohnt wird, die so groß sind, dass sie die Israeliten wie Grashüpfer aussehen lassen. Natürlich werden viele Dinge in der Bibel in der heutigen Zeit als allegorisch angesehen. Das heißt, man betrachtet sie mehr als philosophischen Mythos, anstatt als historische Aufzeichnung. Es gibt archäologische Beweise für eine große Flut in der Vergangenheit. Eine, über die übrigens auch in unzähligen religiösen und kulturellen Traditionen auf der ganzen Welt gesprochen wird. Hatten Wesen wie die Nephilim-Riesen wirklich existiert? Sicherlich würde es ähnliche Beweise geben. Und wenn es welche gibt? In unserem 30-minütigen Video über Giganten, das wir unten in den Kommentaren verlinkt haben, berichten wir von Dutzenden Geschichten über riesige Skelette, die in ganz Nordamerika... Das mit diesen Riesen, das könnte man sich auch nochmal reinziehen. Da gibt es auch ein geiles Video von dem gleichen Kanal. Ich finde ihre Stimme eigentlich relativ unangenehm, Naman. Angenehm, muss ich sagen. ...ausgegraben wurden, sowie über viele Zeitungsartikel aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, die nahelegen, dass antike Giganten tatsächlich real waren und mit den frühen Menschen koexistierten. Dies ist kein Phänomen, das auf die Vereinigten Staaten beschränkt ist. In ähnlicher Weise wurden riesige Skelette im Amazonas-Regenwald, in Afrika und anderswo gefunden. In der Tat durchdringen Erzählungen über Riesen die menschliche Geschichte und Tradition. Der berühmte Entdecker Marco Polo schrieb einst von einer Spezies von Riesen in Sansibar, so stark, dass sie so viel tragen können wie vier gewöhnliche Männer, während das Volk im heutigen Tanger, Marokko, einst behauptete, der Gründer ihrer... Digga, stell dir mal vor, du hast so einen Riesen am Start, Bro. Guck mal, der Mensch, wie klein der aussieht gegen diesen Riesen, weißt du, was ich meine, so? Heftig. Heftig. Einer hat gerade geschrieben, das ist normal, die ersten Menschen waren alle sogenannte Riesen. Krass. Wie kommst du drauf, Bro? Was ich auf jeden Fall in der Bibel gelesen habe, ist, dass die Menschen damals auch voll alt geworden sind, so 300, 400, 500 Jahre alt, ne? Teilweise sogar noch älter. ...war ein Riese namens Antaeus. Der sogenannte Giant's Causeway vor der Nordküste Irlands, eine erstaunliche Anzahl von 40.000 ineinander verschachtelten Felssäulen, wurde dem Mythos zufolge von einem irischen Riesen Finn McCool erbaut, damit er zu Fuß über das Meer nach Schottland gehen konnte. Adam war mehr als 20 Meter groß. Echt, ja? Heftig. ...um gegen einen anderen Riesen zu kämpfen. Außerdem gibt es Geschichten über Riesen in nordischen Legenden und in der altgriechischen Mythologie. Vielleicht, wenn Riesen existieren würden, wie diese Aufzeichnungen über unzählige Kulturen nahelegen, wäre das Buch Henoch weniger allegorisch, als es ursprünglich erscheinen mag. Weniger fantastischer Mythos und mehr in der tatsächlichen Geschichte verankert. Es ist interessant, dass das Buch Henoch seit Jahrhunderten ein wichtiger Teil sowohl der christlichen als auch jüdischen religiösen Traditionen war. Viele, wenn nicht die meisten religiösen Gruppierungen akzeptierten das Buch als heilige Schrift. Darüber hinaus haben einige sogar nahegelegt, dass das Buch Henoch aufgrund der vielen Parallelen und sich überschneidenden Geschichten Inspiration für das Buch Genesis war. Die Frage ist also, was ist passiert? Warum ist das Buch Henoch nicht Teil der Bibel? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir... Krass, das ist nicht Teil der Bibel, aber war mal gewesen, oder wie? ...in die frühen Jahrhunderte nach dem Tod von Jesus Christus zurückgehen. Weit entfernt von dem starren Kanon, der 39 Schriften des Alten Testament und 27 des Neuen Testaments, das wir heute als die Bibel kennen. Ursprünglich gab es zahlreiche Evangelien und religiöse Texte, die das breite Spektrum der christlichen Tradition ausmachten. Als die christliche Religion nach dem Tod von Jesus wuchs, musste die aufkeimende christliche Kirche wissen, welche Texte gelesen und befolgt werden, welche Lehren angewandt werden sollten,
welche Texte als akzeptabel angesehen werden und göttlich inspiriert sind. Um Einheitlichkeit zu schaffen, brauchte die Kirche aus der Vielfalt heraus einen offiziellen Kanon. In einer Geschichte, die in der Neuzeit durch Dan Browns bahnbrechendes Werk Der Da Vinci Code populär würde, wird diese Heiligsprechung als Ereignis in ziemlich schändlicher Weise auf dem Konzil von Nicäa im 4. Jahrhundert in Erinnerung gerufen. Dort prägten, so die Geschichte, Kaiser Konstantin und andere Hochrangige den christlichen Kanon, um ihrer eigenen geheimen Agenda zu entsprechen. Leider ist dies historisch nicht korrekt. Das Konzil von Nicäa bestimmte nicht den offiziellen christlichen Kanon. Geben Sie nicht Dan Brown die Schuld. Der berühmte Philosoph Voltaire stellte in den 1700er Jahren eine ähnliche Behauptung auf. Oh shit, Boldi mit 300 Bits am Start. Ich küsse dein Herz. Thank you very much. Danke für den Support. Faust auf die Realness rein jetzt in den Bildschirm, ins Handy, Laptop, ist eigentlich egal. One love, bro. Uralte Schriften aus Indien, Sibirien, Tahiti und vielen anderen Regionen der Erde berichten unabhängig voneinander von einem Krieg der Götter im Weltall. In der Schlacht wurden Waffen von unvorstellbarer Zerstörungskraft eingesetzt. Beim Einsatz einer dieser Waffen explodiert ein kompletter Planet. Krass. Okay. Und wo kann man sich das mal reinziehen, beziehungsweise wo kann man das nachrecherchieren an der Stelle? Aber auch wenn die Geschichte sachlich nicht korrekt ist, in gewisser Weise ist sie zutreffend. Hochrangige Mitglieder der Kirche. Der Discord-Link unter deinen Videos geht nicht, hab letztens ausprobiert. Ich habe jetzt einen neuen Link hinzugefügt. Unter den neuesten Videos müsste der Link funktionieren. Tut mir leid an der Stelle. Ich habe vorher einen Link reingepackt, der mit der Zeit abläuft. So, mittlerweile habe ich jetzt einen permanenten Link gefunden, den habe ich eingefügt. Nur bei den neuesten Videos. Also da müsste es funktionieren. Leute, gerade erreichen mich Nachrichten aus Hamburg. Eine Schießerei. Passt auf euch auf. Ernsthaft. Ach du Scheiße. Ich habe eben auch irgendwas gelesen mit Amoklauf in Hamburg oder so, ne? People going crazy out there in Europe, man. Scheiße. Hoffen wir mal, dass nicht viele Menschen dabei umkommen. Und passt auf euch auf, Leute, ja? Wir haben sicherlich sorgfältig ausgewählt, was sie in den offiziellen biblischen Kanon aufnehmen wollen. Und sie argumentierten, zogen Fäden, machten ihre Gegner zu Ketzern und versuchten mit ziemlicher Sicherheit, ihre eigene Macht zu erweitern. Dies fand jedoch nicht auf einem einzigen Konzil statt, sondern war vielmehr ein längerer Prozess zwischen dem 1. und 4. Jahrhundert. Es wird angenommen, dass der Prozess gegen Ende des 4. Jahrhunderts beendet und der Inhalt der Bibel offiziell festgelegt wurde. Krass. Ohne das Buch Henoch. Wie konnte ein so einflussreiches, wenn nicht sogar essentielles Buch wie das Buch Henoch weggelassen werden? Um diese Frage zu beantworten, könnte man andere Evangelien untersuchen, die ebenfalls zensiert wurden und aus dem Endprodukt entfernt wurden. Betrachten wir das Petrus-Evangelium. Ein Fragment davon wurde 1886 in Ägypten gefunden, das die lange vermisste Geschichte von einem auferstandenen Jesus erzählt, der sein Grab verlässt und zwei gigantische Engel und ein schwebendes Kreuz zeigt, das spricht. Und sie hörten eine Stimme aus dem Himmel, die sprach: Du hast denen gepredigt, die schlafen. Und man hörte eine Antwort vom Kreuz: Ja. Oder betrachten Sie das Evangelium von Maria, jenes berühmt-berüchtigte Werk, in dem Maria Magdalena nicht nur als eine der Jüngerinnen Jesu, sondern auch als seine Lieblingsjüngerin, vielleicht sogar als seine Frau erwähnt wird. In diesem Evangelium fragt der Jünger. Oh, schade, dass Leute Sachen rauslassen und so, weißt du, wie ich meine? Feiere ich nicht. Warum lasst doch einfach so, wie es war? Warum wollt ihr das jetzt verändern und so? Warum muss entschieden werden, was reinkommt, was nicht reinkommt? Weißt du, wie ich meine, so? Umso original, umso besser, würde ich jetzt behaupten an der Stelle. Petrus, warum er und die anderen Jünger auf Maria, eine Frau, hören sollten, worauf Matthäus antwortet: Wenn der Erlöser sie würdig gemacht hat, wer bist du dann deinerseits, um sie zu verwerfen? Sicherlich kennt der Erlöser sie sehr gut, deshalb hat er sie mehr geliebt als uns. Wie das Buch Henoch erzählen auch diese Evangelien außergewöhnliche und historisch herausfordernde Geschichten. Vielleicht soll...
das ist halt alles so. Die ganze Geschichte der Menschheit heißt ja auch, erzählt die wahre Menschheitsgeschichte. Wahre weiß ich nicht, aber die ganze Geschichte der Menschheit kann man halt voll schlecht verifizieren, wenn du halt merkst und siehst, dass so viele Sachen einfach rausgenommen wurden, gewisse Dinge nicht erzählt werden, gewisse historische Ereignisse einfach so gedreht werden, wie es den Leuten gerade, die gerade gewonnen haben und die Geschichte quasi schreiben, passt so. Da ist es voll schwer zu verifizieren, was wirklich wahr ist und was nicht, weißt du? Deswegen finde ich, man sollte selber, weil ich glaube wirklich daran, dass du mit deinem Bewusstsein, mit Gebeten, mit Meditation, mit spirituell werden, mit Connecten mit dem Universum, die Wahrheit und das, was richtig und was wahr ist, in dir spüren kannst. So, weißt du, wie ich meine? Das ist, glaube ich, der einzige Weg, um die Quelle irgendwie zu spüren und dann zu merken, okay, es muss einen Gott geben, weil ich spüre das täglich so bei meinen Gebeten, bei meiner Meditation, bei allem, was ich tue, so, dass ich mit der ganzen Welt connected bin, dass ich mit den Tieren und mit der Umwelt auch connected bin, so. Das ist das, was man noch verifizieren kann. Aber die ganzen anderen Sachen, was Menschen alle, diese Menschen haben sehr viel verunstaltet, weißt du? Geschichtsbücher, auch religiöse Bücher leider verunstaltet, geändert, manipuliert. Zu ihrem Nutzen, zu ihrem Sinne, so, weißt du, wie ich meine? Und das ist eigentlich voll die traurige Geschichte, weil ich glaube wirklich daran, dass sehr viel Wahrheit da drin war, weißt du? Dass wirklich Überlieferungen von Gott gewesen sind durch Propheten wie Mohammed, wie Jesus und so. Die haben uns die Wahrheit erzählt, weißt du? Warum müsst ihr jetzt da dran rummanipulieren und das irgendwie ändern, dass wir das nicht mehr verstehen, beziehungsweise nur die Sachen bekommen, die ihr wollt, dass wir sie bekommen? Es dann keine Überraschung sein, dass diese Texte von frühen Machthabern des offiziell christlichen Kanons herauszensiert wurden. Es ist naheliegend, dass das Buch Henoch völlig vergessen worden wäre, wenn es nicht in kleinen orthodoxen Sekten der äthiopischen Juden überlebt hätte. In der Tat wurde die einzige vormoderne Version des Textes in Ge'ez geschrieben, einer alten afrikanischen Sprache. Es war diese Version, die Richard Lawrence, der Erzbischof von Cashel, im Jahr afrikanische Sprache, ja, Freunde. 1821 zur Erstellung der allerersten englischen Übersetzung des Buches verwendete, die Version, die als Grundlage für das Studium der Schriftrollen vom Toten Meer diente. Genauso wie die Präsentation auch, weißt du, wie ich meine? Die Präsentation von Jesus zum Beispiel, der immer so als so ein Weißer mit spitzer Nase und so dargestellt wird, dies, das. Wenn du aber Research machst, wo der Bruder herkommt und wo der geboren ist, dann kann der nicht so aussehen, wie der uns immer präsentiert wird. Auch leider so, dass Bilder von Gott oft so präsentiert werden, als ob das so ein weißer Mann ist mit weißen, langen Haaren und so. Weißt du, wie ich meine? Das ist alles so, das denke ich mir so, Bro, da steckt ein Plan dahinter. Weißt du, was ich meine? Wirklich jetzt, von Herzen. Obwohl das Buch Henoch aus dem etablierten christlichen Kanon gestrichen und aus allen Ecken der religiösen Tradition und theologischen Studien verschwand, enthält die Bibel zahlreiche Hinweise darauf. Es gibt Hinweise auf die Nephilim in Genesis und Numeri. Genesis enthält auch eine ausführliche Schilderung von Henochs Abstammung. Das Buch der Hebräer beschreibt, Gott hatte Henoch weggenommen. Anscheinend eine Anspielung, auf dass er in den Himmel in einem feurigen Wagen vor der Sintflut hinweggenommen wurde. Judas enthält unterdessen... Frag mal den Vatikan, was sie dazu sagen. ...einen ganzen Absatz, der fast wortwörtlich aus Henoch übernommen wurde. Was darauf hindeutet, dass das Buch in der Tat als eine frühe Inspiration für kanonische biblische Texte gedient haben könnte. Außerdem enthält Korinther 11, 5 bis 6 Anweisungen des heiligen Paulus, dass Frauen ihren Kopf bedecken sollen, wenn sie in der Kirche sind. Dies scheint ein direkter Bezug zu der Tatsache zu sein, dass die Wächter im Buch Henoch von Frauen mit langem, wallendem Haar angezogen wurden. Dies ist eine Praxis, die weiterhin im römischen Katholizismus und im Islam bis zum heutigen Tag beibehalten wird. Obwohl es zensiert und sogar vergessen wurde, ist das Buch Henoch nie wirklich verschwunden. Es gibt etwas Tieferes hinter dem Buch Henoch und seinen unglaublichen Geschichten. Crazy. Etwas, das über das Einfache hinausgeht, ob es nun Teil des christlichen Kanons ist oder nicht. Es ist darauf hingewiesen worden, dass Henoch, der siebte Patriarch der Bibel, in der babylonischen Tradition den siebten antediluvianischen König Enemdurana zu reflektieren scheint. Die alten Griechen glaubten, dass Henoch mit dem Gott Hermes identisch sei, während die alten Ägypter eine ähnliche Person in ihrer eigenen Tradition hatten.
Die Beispiele ließen sich fortsetzen und so muss gefragt werden, warum Henoch, egal wie er heißt, immer wieder in den Überlieferungen unserer Vorfahren auftaucht. Die Antwort könnte weiter zurückreichen als bis zu den Griechen, Ägyptern oder den Babyloniern, hin bis zu den Sumerern. Nach sumerischen Texten wurde die Erde von einer Gruppe von übernatürlichen Wesen Anunnaki, da man irgendwann in der fernen Vergangenheit besucht. Diese Besucher werden in der sumerischen Überlieferung in ähnlicher Weise zu den Beschreibungen der Wächter im Buch Henoch geschildert. Anstelle von Wächtern jedoch nannten die Sumerer diese Wesen die Anunnaki. Wir müssen diese anunnakischen Steintafeln, diese antiken Steintafeln, anunnakischen, haben die sumerischen Tablets, Bro, die müssen wir auf jeden Fall auch nochmal studieren. Da zieht mich irgendwas an. Wörtlich, diejenigen, die aus dem Himmel kamen, bedeutet. Für die Sumerer waren sie Götter. Für moderne Denker wie Zecharia Sitchin und Erich von Däniken waren sie eine uralte Gattung von Außerirdischen, die auf die Erde kamen. Einer schreibt, möge Allah dich recht leiten, möge er der Erhabene dich mit dem Islam segnen. Safe. Ich glaube wirklich daran, dass die drei Weltreligionen im Ursprung dieselbe Message haben und uns auf den richtigen Weg führen. So, deswegen fühle ich mich auch schon immer hingezogen, auch zum Islam, auch zum Christentum. Beim Christentum gibt es halt leider viele Sachen so. Die katholische Kirche gefällt mir nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Geschichte mit der Bibel und so, was da passiert ist, dass Bücher da rausgelassen wurden und so, das sind alles Dinge, wo ich leider so halt skeptisch bin, weißt du, aber ich glaube an Jesus so. Ich glaube, dass Jesus ein richtig heftiger Mensch gewesen ist, so ein richtig krasser Prophet gewesen ist so. Und daran glaube ich, das spüre ich, das fühle ich, weißt du. Aber ich fühle mich auch schon immer hingezogen zum Islam irgendwo. Ich spüre da was Heftiges drin, so, weißt du? Ist nicht umsonst so, dass ich über den Islam das erste Mal auch richtig zu Gott wieder gefunden habe eigentlich, weißt du? Das erste Mal wieder richtig beten, wo ich wieder richtig an Gott geglaubt habe und so. Weil ich habe eine ganze Zeit lang in meinem Jugendalter war ich Atheist gewesen und habe an nichts geglaubt quasi. Aber der Islam hat mich quasi wieder dahin zurückgebracht. Da habe ich auch das erste Mal wieder richtig gebetet, in einer Moschee auch und so, weißt du, wie ich meine so. Da habe ich gespürt, Bro, da ist eine krasse Verbindung, da ist eine krasse Connection, da ist was Wahres dran. Aber genauso auch, wenn ich mich mit Jesus beschäftige und mit den Geschichten über Jesus und so, ich spüre das, ich fühle das, da ist auch was Wahres drin. Weißt du, wie ich meine so? Ich glaube wirklich, dass im Ursprung die Weltreligionen dafür da sind, den Menschen die Wahrheit zu sagen und die auf den richtigen Weg zu bringen. Nur die Menschen, was die Menschen daraus mit der Zeit gemacht haben, das ist das. Das ist das Einzige, was vielleicht Zweifel aufwirft oder so. Das hat nichts mit dem Ursprung zu tun, wo diese Religionen herkommen und die Bücher herkommen. So, weißt du? Das sind die Menschen, die das kaputt gemacht haben. Und nicht Gott oder der Glaube an sich. So. Interessanterweise erzählen die sumerischen Texte Geschichten über diese Anunnaki, die sich, ähnlich wie die Wächter, beginnen mit den Menschen zu kreuzen, wobei eine völlig neue Spezies erschaffen wurde, was die Erschaffung der Nephilim widerspiegelt. Wie die Götter aus dem Buch Henoch wurden die Anunnaki zornig über den Zustand der Erde und lösten eine große Flut aus. Ist es möglich, dass das Buch Henoch sowie andere verwandte Überlieferungen einfach die ältere Geschichte von den Anunnaki erzählt? Betrachten wir die landwirtschaftliche Revolution, die 10.000 vor Christus begann. Während dieser Zeit ging der Mensch von einer Lebensweise des Jagens und Sammelns zu einer landwirtschaftlichen und sesshaften Lebensweise über. Nach historischen Aufzeichnungen wurde bereits um 9000... Sesshafted out, man. Daran merke ich auch, dass ich noch ein bisschen oldschooler bin an der Stelle, ja. Ich bin kein sesshafter Mensch. Ich bin eher so, wie die Menschen damals waren. Auch so wie damals zum Beispiel Jakob und so, weißt du, wie ich meine? Die sind ja... Oder Josef, die sind ja rumgereist, die sind von dem Ort zu dem Ort, dann sind die da hingegangen, die waren immer auf der Reise quasi, so, weißt du? Und ich bin auch so ein Mensch, ich bin immer auf der Reise, ich bin immer auf der Reise. Ich war noch nie extrem lang an einem Ort. Nach ein paar Jahren hat es mich wieder auf die Reise getrieben und das immer auch mit Zeichen. Und ich glaube daran, dass Gott dir immer wieder Zeichen schickt, wenn du die Aufgabe hast, an einen neuen Ort zu gehen oder da was zu bewegen oder hier was zu machen, dann geh. 500 vor Christus, in dem Gebiet des heutigen Kurdistans, Gerste, Weizen, Roggen, Hafer, Erbsen und Linsen angebaut, sowie Ziegen und Schafe domestiziert. Etwa 500 Jahre danach
wurden neben Weberei und Töpferei in der Region Kupfer und Blei verhüttet. Außerdem ist diese alte kurdische Kultur die erste, als eine der frühesten Gesellschaften der Menschheit, die eine Schrift entwickelte. Krass. Kurdische Kultur, wa? Und somit eine der frühesten schriftkundigen Gesellschaften der Menschheit ist. Manche haben gefragt, wie die Menschen diesen Sprung so schnell machen konnten. Interessant ist, dass die Kurden behaupten, die Nachkommen der Kinder des Dschinns zu sein, Kinder der Geister. Ist dies eine alte kulturelle Referenz auf die Fortpflanzung zwischen Anunnaki und Menschen? Laut den Sumerern waren es die Anunnaki, die fortgeschrittenes Wissen und Technologie zu den Menschen brachten. Heftiges Video, Digga. Heftiges Video auf jeden Fall. Heftige Theorien, die hier aufgestellt werden an der Stelle. Da gibt es einen Vortrag von Erich von Dänecke auf dem YouTube-Kanal Hangar 18b mit Titel Kosmische Spuren ist sehr informativ, was unsere Herkunft betrifft, was bis dato als gesichert ist. Boldi, erstmal danke für deine 200 Bits wieder. One Love an der Stelle. Skrrr, Love Force of the Realness. Bitte hau das Video mal in den Discord rein. Dieses, was du eben erwähnt hast. Ausrufezeichen Discord in den Chat auf der linken Seite. Videovorschläge rein da. Sozusagen eine helfende Hand zu reichen zum Fortschreiten der menschlichen Zivilisation. Viele haben nahegelegt, dass dies scheinbar unglaubliche Monumente wie die Pyramiden von Gizeh oder Teotihuacan erklärt. Diese alten Bauwerke von außerordentlicher Raffinesse, die unerklärlich sind für kulturelle und soziale Umstände entsprechend der historischen Aufzeichnungen. Vielleicht erklärt dies auch, wie menschliche Wesen in der Lage waren, den Übergang von nomadischen Jägern und Sammlern zu hochentwickelten Zivilisationen in einer historisch unbedeutenden Zeitspanne zu meistern. Unglaublich, das Buch Henoch beschreibt einen fast identischen Prozess, wobei die Beobachter die Anunnaki widerspiegeln, indem sie die Menschen mit fortgeschrittenem Wissen und Technologie ausstatteten. Sie lehren die Menschen Metallurgie und Bergbau, Wissenschaft und Medizin, wie man liest und schreibt und wie man die Sterne deuten kann. Sie lehren die Menschen, Kosmetik zu tragen und Schmuck zu machen und verraten die Geheimnisse der Kriegskunst. Im Buch Henoch 8, 1-3 lautet es: Und Azazel lehrte die Menschen, Schwerter zu machen und Messer und Schilde und Brustpanzer und machte ihnen bekannt die Metalle der Erde und die Kunst, sie zu bearbeiten und Armbänder und Ornamente und die Verwendung von Antimon und die Verschönerung der Augenlider und alle Arten von kostbaren Steinen und alle färbenden Tinkturen. Und es entstand viel Gottlosigkeit, und sie trieben Unzucht, und sie wurden in die Irre geführt und wurden verdorben auf allen ihren Wegen. War das Buch Henoch auf diese Weise lediglich eine Wiedergabe und Nacherzählung der Geschichte der Anunnaki? Und es ist interessant, dass das häufigste Beispiel für etwas völlig Unerklärliches aufgrund der sozialen Umstände der geschichtlichen Aufzeichnungen etwas ist, bei dem die Anunnaki sicherlich geholfen haben müssen, und zwar die ägyptischen Pyramiden zu errichten. Laut Al-Makrisi, einem arabischen Historiker des Mittelalters, wurden diese Pyramiden von einem König namens Saurid erbaut, der vor der Sintflut lebte. Übrigens, Saurid, übersetzt ins Hebräische, heißt Henoch. Digga, stell dir mal vor, es gab echt so eine Menschen mit so Engeln, mit so Flügeln, die so schweben konnten und so eine Sache. Weißt du, wie ich meine? Wow. Allein die Vorstellung ist schon geil, oder? An anderer Stelle im Buch Henoch, in einem Kapitel, in dem Henoch Zeugnis ablegt von den Geheimnissen der Blitze und den Geheimnissen des Donners. Einige haben gesagt, dass dieses Kapitel dazu gedacht ist, die Rätsel von Energie und Elektrizität zu erhellen. Wiederum bezieht sich dies direkt auf die Fantasie, I guess. Ja, natürlich ist das Fantasie. Aber trotzdem, die Vorstellung ist crazy. Von denen viele glauben, dass sie versuchten, den Menschen ähnliche Geheimnisse durch Kornkreise offenbaren zu wollen. Wie in den letzten paar Jahrzehnten Kornkreise auf der ganzen Welt erschienen sind und komplexe mathematische Gleichungen darstellen, magnetische Diagramme und Motoren, mechanische Router und Feldlinien einer elektrischen Ladung. Der Meinung einiger zufolge.
Denken Sie an Henochs Beschreibung seiner Reise zu den Göttern und behalten Sie dabei die UFO-Sichtungen im Hinterkopf, die diese Kornkreise oft begleiten und ergänzen. Ich wurde zu einer Art schwebenden Palast gebracht, sagte Henoch. Er war riesig, wie geschnitztes Glas. Der Boden hatte Glasplatten. Durch den Boden konnte man die Sterne sehen. Wir waren auf der Durchreise. In diesem Sinne könnte man sich fragen, ob der feurige Wagen, der Henoch vor der Sintflut wegbrachte, nicht tatsächlich ein außerirdisches Raumschiff war. Es mag schwer zu glauben sein, dass so verblüffende Geschichten wie diese von Wächtern und Anunnaki und Nephilim-Riesen, Geschichten, die alte Kulturen für tausende von Jahren durchzogen, weitgehend vergessen sein sollten. Die Sumerer aus dem Pantheon der antiken Zivilisation ausgelöscht, das Buch Henoch aus dem biblischen Kanon zensiert. Doch angesichts der Art und Weise, irgendwas wird verborgen, meine lieben Freunde, ja? Wie diese Erzählungen die menschliche Geschichte grundlegend verändern und neu definieren, was der Mensch ist, ist ihr Ausschluss vielleicht keine Überraschung. Aber vielleicht wurden diese Geschichten nicht völlig ausgelöscht. Betrachten wir die bekannte biblische Geschichte von Adam und Eva im Garten. Da sind wir schon wieder, Garten Eden. Habe ich ja schon 2, 3 Videos in letzter Zeit, die das Thema behandeln. So. Das letzte Video übrigens, das kann die Wissenschaft nicht erklären, oder nee, geheimes Wissen. Und auch das Video mit Vera Birkenbiel über die Handys, Strahlung und was das für einen Einfluss auf unser Gehirn hat. Also die letzten 3, 4 Videos wurde die Monetarisierung rausgenommen. YouTube macht wieder heftig Auge, also auch bei Themen, die eigentlich nichts mit den Richtlinien zu tun haben. So. Jetzt den Vortrag von Vera F. Birkenbiel, wo es darum geht, dass Handystrahlung einen negativen Effekt und der Umgang mit dem TV und so einen negativen Effekt auf unser Gehirn haben kann, was offensichtlich ist und was Fakt ist, was auch belegt ist. So. Warum wird da die Monetarisierung weggenommen und das Video eingeschränkt? Warum? Weil die natürlich nicht wollen, dass die Menschen klarer werden. Die wollen nicht, dass Menschen aufwachen. Die wollen nicht, dass Menschen sich um sich kümmern und bewusster werden. So. Das ist einfach traurig. Ich finde es so krass, dass Content, der null anstößig ist, wo nichts Beleidigendes drin ist, wo nichts Schlimmes drin ist, nichts passiert, wo es auch nicht um irgendwelche Corona-Scheiß oder irgendwas geht oder so, da einfach eingeschränkt wird. Da merkst du, wie heftig diese Plattformen mittlerweile funktionieren. Du sollst nur noch dummen Content bringen, nur noch Unterhaltung, um Menschen unten zu halten. Alles andere wird demonetarisiert. Eden, lesen Sie dies nicht wörtlich, sondern philosophisch, als Allegorie. Lesen Sie es metaphorisch. Gott erschafft Adam, um über die Erde zu wachen, so wie die Götter die Wächter aussenden im Buch Henoch. Aus Adams Rippe erschafft Gott Eva. Adam und Eva pflanzen sich fort, was die Kreuzung darstellt zwischen den Beobachtern und den weiblichen Menschen. Es wird gesagt, Adam und Eva können im Garten Eden alles essen, was sie wollen, außer der Frucht vom Baum der Erkenntnis, von Gut und Böse. Natürlich, sie essen vom Baum der Erkenntnis, dem Vertreter der Wächter, die... Das ist auch krass, die Dokumentation, die wir uns mit den Raubtieren reingezogen haben, da geht es ja auch hier um den Garten Eden und dass der Mensch mit seiner Sünde quasi auch dafür gesorgt hat, dass sowas wie Raubtiere und so entstanden sind. Heftige Theorie auch. Und auch das Video wurde demonetarisiert, wo es um die Tiere geht, wo es darum geht, um Raubtiere und so. Das sind alles Sachen, wo ich mich frage, so Bro, das ist doch nichts Schlimmes, weißt du, wie ich meine, so. Warum macht ihr das so offensichtlich? Weißt du, das ist so krass, das ist so krank eigentlich, wenn du überlegst, dass so normale Themen, wo du dich ein bisschen informierst und wo Theorien aufgestellt werden, wo du neue Dinge hörst oder so, oder wo es einfach auch nur um Bewusstsein geht, das Video mit Dr. Joe Dispenza, wo es darum geht, dass du durch Meditation in dein Bewusstsein reinkommen kannst und dann glücklicher wirst als Mensch und dass du damit auch Krankheiten und negative Emotionen in dir heilen kannst und so. Dass das unterdrückt wird von YouTube, so, das ist so offensichtlich, was gerade passiert da, weißt du? Das ist so offensichtlich, wer das noch nicht verstanden hat, also mir wird das immer mehr bewusst. Umso mehr ich mich mit diesen Themen auseinandersetze, umso mehr ich versuche, Leute auf den richtigen Weg zu bringen, in den positiven Weg, in den Liebensweg, in den Bewusstseinsweg versuche reinzubringen, umso mehr werden meine Videos eingeschränkt und entmonetarisiert, so. Das ist traurig, finde ich. Das ist so krass, das ist Matrix für mich. Wirklich. Fortschrittliche Technologie und Wissen zu den Menschen bringen. Vielleicht waren sie mental noch nicht weit genug entwickelt, um damit umzugehen.
So wie das Essen vom Baum der Erkenntnis Adam und Eva die Erkenntnis Gottes verschaffte, beschreibt auch das Buch Henoch, wie die Wächter die ewigen Geheimnisse offenbarten, die für den Himmel bewahrt wurden, die die Menschen zu lernen trachteten. Wenn man die Geschichte von Adam und Eva auf diese Weise liest, ist es einfach, die Parallelen zwischen ihr und dem Buch Henoch zu sehen. Und vielleicht ist das genau der Punkt. Vielleicht haben die Leute, die die Geschichte von Adam und Eva erzählten, einfach die Geschichten aus dem Buch Henoch nacherzählt, auf ihre eigene Art und Weise. Eine Nacherzählung der sumerischen Geschichte der Anunnaki, wie so viele andere Religionen und Kulturen es vor ihnen taten, indem sie dieses entscheidende Stück der menschlichen Geschichte allegorisch in ihren eigenen religiösen Kanon aufnahmen, so dass diese alten Aufzeichnungen weiter bestehen konnten. Was ist die menschliche Geschichte? Ist es das, was durch offiziell anerkannte Geschichtsbücher verstanden wird?